Ja, ist alles in Ordnung. Lächeln bitte. Wir sind ja zwei Ja. bunte Fratzen, nein, die man. Ja. Kann man wohl sagen. Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, zu unserem ersten virtuellen Live-Gespräch auf YouTube. Mein Name ist Lukas Welz, ich bin Vorsitzender von Ampra Deutschland und ich freue mich sehr, dass wir an diesem 75. Jahrestag der Befreiung der Überlebenden über dieses Format hier miteinander ins Gespräch kommen können. Ein Gespräch, was so wahrscheinlich sonst auch nicht hätte stattfinden können aufgrund der Entfernungen. Wir befinden uns hier zwar in einem gemeinsamen virtuellen Raum, aber doch in ganz verschiedenen Räumen und Zimmern. Regina Steinitz und Ruth Marlin in Tel Aviv. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr dabei seid. Martin Auerbach in Jerusalem, Frau Küchler, Michaela Küchler, Maria Ossowski und ich sitzen hier in Berlin. Die beiden Überlebenden werden gleich mit der Journalistin Maria Ossowski ins Gespräch kommen. Martin Auerbach wird einen kleinen Impuls geben über die Situation der Überlebenden in Israel, in der aktuellen Krise, aber auch generell 75 Jahre nach der Befreiung. Stehen davor. Und wir möchten dieses Gespräch in einen Kontext stellen, der in den ganzen Feierlichkeiten und in dem ganzen Gedenken auch an diesen Jahrestag der Befreiung vielleicht etwas zu kurz kommt. Und dafür möchte ich ein Zitat von Norbert Wohlheim einführen, der an einen Freund schrieb, kurz nach seiner Befreiung, er selbst ein Überlebender der Shoah: Wir sind gerettet, aber wir sind nicht befreit. Und in diesem Brief berichtet Wohlheim von den körperlichen und psychischen Folgen, unter denen die Überlebenden der Shoah auch nach 1945 gelitten haben und zum Teil bis heute bis ins hohe Alter leiden. Mit dem Ende des Krieges und der Kapitulation Deutschlands wurden die Überlebenden von physischer Qual, Verfolgung, Ausbeutung, Gewalt, Zwangsarbeit und Leiden befreit. Ihre Befreiung aber eben führte nicht zur Freiheit, nicht zu einem Leben frei von Ausgrenzung und Leid. Von den tiefgreifenden seelischen Nachwirkungen ihrer traumatischen Verfolgungserfahrungen wurden sie eben nicht befreit. Und Amra, als Selbsthilfeorganisation 1987 in Israel gegründet und unterstützt von uns aus in Deutschland, fördert die psychosoziale Hilfe für jährlich etwa 10.000 Überlebende der Shoah. Und auch ihre Nachkommen werden immer stärker in die therapeutischen und sozialen Aktivitäten eingebunden und werden auch seit der Gründung von AMCHA mitgedacht. Die aktuelle Situation ist für AMCHA besonders schwierig und deswegen möchte ich an dieser Stelle schon gleich am Anfang auf Möglichkeiten zu Spenden hinweisen für die Arbeit von AMCHA und die Hilfe für Überlebende. Den Link dazu können Sie unterhalb des YouTube-Videos finden. Und auch Regina und Ruth, die beiden, die in Tel Aviv jetzt sitzen oder in Ramat Gan besser gesagt, zählen zu denjenigen, die schon seit vielen Jahren durch die Hilfe von AMCHA begleitet werden. Über dieses Leben mit der Shoah und ihr Leben nach dem Überleben wird es heute in diesem Gespräch gehen, das wir zusammen mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas führen dürfen. Vielleicht noch an dieser Stelle zum Denkmal auch, zur Stiftung Denkmal, das Holocaust-Denkmal als zentraler Erinnerungs- und Gedenkort wurde in diesen Tagen vor 20 Jahren eingeweiht. Und ist eben heute eine wichtige Institution der Holocaust-Vermittlung. Regina Steinitz hat ein Buch, ihre Erinnerungen, in der Publikationsreihe der Stiftung veröffentlichen können. Und da können wir auch nachher noch einmal darauf eingehen, weil diese Erinnerungen kostenfrei als Exemplar auch zugesandt werden können von der Stiftung. Nun möchte ich aber zunächst Botschafterin Michaela Küchler bitten um ein Grußwort. Sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für die Beziehungen zu jüdischen Organisationen beim Auswärtigen Amt und ist derzeit die Präsidentin der International Holocaust Remembrance Alliance, deren Vorsitz Deutschland in diesem Jahr innehat. Herzlich willkommen, Michaela Küchler, und Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank, Lukas, liebe Frau Steinitz, liebe Frau Marlin. Danke, dass Sie heute, wie sicher schon ganz viele Male, darüber berichten, welche Bedeutung der 8. Mai für Sie hat.
und aber auch, welch furchtbare Zeit diesem Tag für Sie vorausgegangen ist. Sie haben überlebt und das Foto, mit dem die heutige Veranstaltung angekündigt wird, zeigt Sie beide lachend und voller Lebensfreude. Und so habe ich Sie eben auch im Vorgespräch schon erlebt. Und doch bin ich mir sicher, dass Sie viele dunkle Stunden erlebten und vielleicht immer noch erleben, dass die Freiheit des 8. Mai für Sie nicht sofort die Freiheit vom Erlebten brachte. Frau Steinitz, Frau Marlin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am 19. Januar 2020 verabschiedeten 34 Minister der Internationalen Allianz für Holocausterinnerung, IRA nach der englischen Abkürzung, eine Grundsatzerklärung. Der für mich wichtigste Satz in dieser Ministererklärung lautet: Wir geloben den Opfern und den Überlebenden, sie niemals dem Vergessen preiszugeben und ihr Vermächtnis stets zu bewahren. Als derzeitige Vorsitzende der IRA versichere ich Ihnen, die Erinnerung hört niemals auf. Wir werden das Andenken an die Ermordeten und an die Überlebenden auf ewig wahren. Wir werden alles in unseren Kräften Stehende tun, um das Schicksal aller ermordeten Frauen, Kinder und Männer zu ergründen und einzuschreiben in das Gedächtnis der Menschheit. Wir wissen, wie schmerzhaft es für die Überlebenden sein kann, über ihre Erlebnisse zu berichten. Sie tun es, um Jugendliche zu immunisieren gegen die Verführungen des Bösen. Dafür danke ich Ihnen von Herzen. Liebe Frau Steinitz, liebe Frau Marlin, ich verspreche Ihnen stellvertretend für alle Überlebenden: Wir werden Ihr Zeugnis nicht vergessen. Deutschland hat am 3. März für ein Jahr den Vorsitz in der IRA übernommen. Wir wollen in dieser Zeit daran arbeiten, dass die von der IRA schon 2013 angenommene Definition von Holocaustleugnung und Verharmlosung in allen IRA-Staaten auch auf nationaler Ebene übernommen wird. Denn wir stellen fest, dass in den Gedenkstätten, in Veranstaltungen und vor allem im Netz der Holocaust zunehmend als eine geschichtliche Tatsache angezweifelt wird. Vor allem aber wird er heruntergespielt, als Vogelschiss verharmlost, und Orte, die wie das Denkmal für die ermordeten Juden Europas im Herzen Berlins, werden als Denkmal der Schande verunglimpft. Das darf nicht sein. Holocaustleugnung und Holocaustverharmlosung sind in Deutschland zu Recht strafbar. Wir werden weiter daran arbeiten, dass alle IRA-Staaten die Definition zu Antisemitismus annehmen. Denn der Holocaust ist nicht vom Himmel gefallen. Er gründete in einem jahrhundertealten Antisemitismus. Der Ermordung gingen viele Schritte voraus. Jüdinnen und Juden wurden verunglimpft, diskriminiert, entrechtet, enteignet, vertrieben vom gesellschaftlichen Leben, aus Schule, Vereinen, politischen Ämtern und dem Arbeitslosen und dem Arbeitsleben verdrängt und ausgeschlossen. Ich versuche mir vorzustellen, was es für ein Schulkind bedeutet, wenn sich seine bisherigen Freunde von ihm abwenden, wenn es vom Schulbesuch und von der Freizeit mit ihnen ausgeschlossen ist. Wie sich das anfühlt, kann wohl nur jemand sagen, der es selbst erlebt hat. Als ich vor fast 2 Jahren meine jetzige Position im Auswärtigen Amt übernahm und Lukas Wels mir von der Arbeit von AMCHA berichtete, war ich sehr beeindruckt. Von Lukas Wels zuallererst, von seiner Ernsthaftigkeit und von seiner Empathie. Und von AMCHA, von dem, was sie Gutes tun für die Überlebenden, um ihnen ein Leben nach dem Überleben zu ermöglichen. Deshalb habe ich mich auch spontan dazu entschlossen, in der jetzigen Corona-Pandemie, die auch AMCHA vor große Herausforderungen stellt, AMCHA zu unterstützen. Ich bin sicher, AMCHA wird etwas sehr Gutes damit tun. Liebe Frau Steinitz, liebe Frau Marlin, ich freue mich auf das Gespräch. L'chaim, auf das Leben. Auf das Leben. L'chaim. L'chaim. Vielen herzlichen Dank, Frau Küchler. Ich möchte jetzt Martin Auerbach einladen aus Jerusalem. Er ist klinischer Leiter, Psychiater, Psychotherapeut und klinischer Leiter von AMCHA Israel.
uns ein bisschen über die Situation von Überlebenden derzeit zu berichten. Guten Abend und Lechaim. Ich freue mich, hier dabei sein und vor allem, dass wir so über mehrere Länder hinweg miteinander kommunizieren können und das dann auch live ausgestrahlt wird. Das ist eine tolle Sache. Also die Technik ermöglicht uns einiges. Wir haben in Amcha natürlich auch und vor allem mit der Vergangenheit zu tun. Aber wenn wir den Überlebenden helfen wollen, dann müssen wir ihnen vor allem in der Gegenwart helfen, in ihrer jetzigen Lebenssituation und vor allem auch in Zukunft, wie das Leben jetzt noch in den nächsten Jahren sein wird. Ich glaube, die Corona-Krise war eine große Herausforderung. Denken Sie daran, dass wir Therapien in unseren 15 Zentren haben, dass wir zu den Überlebenden nach Hause gehen und dann am Wohnort Überlebenden-Therapie machen. Wir haben Gruppentherapie und wir haben ehrenamtliche Mitarbeiter, die die Überlebenden zu Hause besuchen. Und wir haben Sozialclubs in den 15 Zentren. Und all diese Aktivitäten wurden vor 1,5 Monaten in Frage gestellt und mussten natürlich geschlossen werden. Wir konnten nicht mehr uns in unseren Zentren treffen. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir innerhalb von 1 bis 2 Wochen den gesamten Betrieb auf Fernbetrieb umgestellt haben. Mit dieser technologischen Innovation, so wie wir jetzt auf dieser Plattform, dieser Videokonferenz oder dieses Videogesprächs mit Zoom oder WhatsApp zu sprechen, haben wir mit den Überlebenden auch begonnen, jetzt Videokontakt aufrechtzuerhalten oder herzustellen eigentlich oder telefonisch. Und so ist es gelungen, innerhalb von 1 bis 2 Wochen, dass wir mit 70 bis 80%, das heißt mit der überwiegenden Mehrheit der Überlebenden, den Kontakt nicht verloren haben. Das heißt, wir sprechen mit ihnen täglich oder wöchentlich, entweder mit Telefon oder mit Video. Und wenn Sie mich vor 2, 3 Monaten gefragt hätten, ist so etwas möglich, ist das nicht technologisch zu kompliziert, hätte ich gesagt, so schnell kann man das nicht machen. Aber ich glaube, die gesamte Corona-Krise war so schnell im Aufbau, das haben wir alle in allen Ländern so erlebt. Das begann relativ langsam und dann ganz schnell kamen all diese Einschränkungen. Und was für die Überlebenden und für alle älteren Menschen, aber nicht nur für die Älteren, aber speziell für die älteren Menschen so schwierig ist, ist, dass sie zu Hause sind und dass sie nicht in ein Gefühl der Einsamkeit kommen. Weil die Kinder und Enkelkinder wurden dazu aufgefordert oder es wurde untersagt, dass man ältere Menschen besucht. Jeder bleibt zu Hause. Es kamen Meldungen, jetzt gibt es Ausgangssperre. Der Begriff Ausgangssperre war für viele Überlebende oder für viele ältere Menschen etwas, das ihnen sehr, sehr auslösende Reaktionen gebracht hat. Aber ich muss Ihnen sagen, dass unser Eindruck ist, dass die meisten Überlebenden eigentlich relativ gut mit dieser Situation umgehen. Manche sagen, das ist ganz anders wie die Ausgangssperre damals. Wir verstehen, warum das heute so ist, dass wir nicht rausgehen können. Wir verstehen, warum wir die Kinder und Enkelkinder jetzt nicht direkt treffen können. Und für uns in Amcha war wichtig, dass die Überlebenden das Gefühl haben, dass wir sie nicht vergessen und dass wir mit ihnen den Kontakt aufrechterhalten. Und das ist gelungen. Allerdings nur bei 70 bis 80%. Es gibt doch 20%, die mit diesem technologischen oder mit diesem Fernkontakt nicht umgehen können, die zu schlecht hören oder die kognitiv nicht damit umgehen können. Und wir machen uns schon Gedanken, wie man auch diese Menschen erreichen kann. Und wir haben das gemacht, indem wir zu den Leuten nach Hause gegangen sind. Auch wenn wir nicht in die Wohnung hineingegangen sind, dann waren wir vor dem Eingang, haben mit ihnen kommuniziert. Oft haben die Betreuer Eltern geholfen, diese Kommunikationsmittel in Angriff zu nehmen. Wir haben am Holocaust-Gedenktag in Israel, das war vor 2 Wochen, eine Aktion gestartet und publiziert.
Da gibt es eine Sirene, 2 Minuten lang, und dass wir die gesamte Bevölkerung aufgefordert haben, am Balkon zu stehen, mit einem Schild, wo drauf steht, wir vergessen euch nicht, wir sind euch nahe, so dass das Gefühl war, dass wir wirklich diese Kontakte aufrechterhalten können. Und wie sieht es jetzt in der Zukunft aus? Das ist die große Frage. Denn wenn, und das spüren wir jetzt, ich nehme an, es ist in Deutschland auch, wenn jetzt diese Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen langsam gelockert werden, ist das für die ältere und für die kranke Bevölkerung etwas, wo man denen noch sagt, ihr müsst noch abwarten, also ihr müsst noch vorsichtig sein, sodass die Frage der Solidarität der Jungen und der Alten jetzt eine Frage ist. Haben jetzt ältere Menschen, kranke Menschen das Gefühl, dass sie jetzt allein gelassen werden? Und wir wollen jetzt speziell in dieser Übergangsphase, wo niemand weiß, wie lange die dauern wird, wollen wir in dieser Übergangsphase 2 Sachen ermöglichen. Langsam wiederum Betrieb in unseren Zentren aufnehmen für die Menschen, die kommen können, aber gleichzeitig den Fernkontakt aufrechtzuerhalten, sodass wir von einer Übergangsphase sprechen, die monatelang dauern kann, wo ein Teil der älteren Überlebenden sagen, ja, wir kommen lieber nicht zu euch. Das ist, dann müssen wir die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen, müssen wir mit dem Autobus fahren, das ist uns zu gefährlich. Könnt ihr mit uns weiter aus der Ferne in Kontakt sein? Könnt ihr einen Sozialclub auch über lokales Fernsehen machen, über andere technologische Mittel? Und parallel dazu, einige kommen oder viele werden dann langsam doch wiederum zu uns kommen. So, ich nehme an, dass es eine Übergangsphase geben wird, wo niemand weiß, wie lange die dauert, nicht? Und dieses Ungewisse ist etwas, was die Menschen, eigentlich alle Menschen, aber speziell, glaube ich, ältere Menschen schon sehr bedrückt. Denn wenn wir von Trauma sprechen und von aktuellen Verlusten, dann wissen wir, dass die traumatischen Erinnerungen wachgerufen werden. Aber es geht nicht nur um die Vergangenheit, es geht auch um die Gegenwart und um die Zukunft. Wie werden die nächsten Monate und die nächsten Jahre sein? Werden wir alleine gelassen, werden wir auf Distanz anderen jungen Leute leben, dann wiederum ihr ganzes Leben, die ganze Zeit geschlossen. Das sind die Fragen, die uns sehr beschäftigen. Unser Team hat in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv gearbeitet, aber wir haben im Moment eben diese doppelte Verantwortung, dass wir den Kontakt nicht verlieren und die Menschen identifizieren, die eigentlich jetzt speziell Hilfe brauchen. Wir wissen derzeit nicht, wie viele Überlebende psychologisch doch sehr stark leiden und das nicht richtig sagen oder die das nicht stark artikulieren. Wir glauben, dass nach dem ersten Monat und dem zweiten Monat der Leidensdruck eigentlich ansteigen wird, dass er wachsen wird. Und dass ich glaube schon, dass wir da mit einer höheren Zahl von Therapien und Hilfestellungen denken müssen. Ja, vielen lieben Dank, Martin Auerbach, für diesen Einblick in die Situation in Israel, die sicherlich sehr schwierig für alle Beteiligten ist, sowohl für die Überlebenden als auch die Familien und Angehörigen, die ja auch keine Besuche abstatten können, und natürlich die Therapeuten und Sozialarbeiter, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Ich freue mich jetzt auf den Hauptteil dieses Gespräches, der von Maria Ossowski moderiert und geleitet wird, das Gespräch mit Regina Steinitz und Ruth Marlin. Maria Ossowski ist Journalistin beim RBB in Berlin-Brandenburg und kennt die beiden schon ein paar Jahre länger. Deswegen wird es sicherlich auch ein etwas persönlicheres Gespräch. Ich freue mich sehr darauf und übergebe jetzt an Maria Ossowski. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich darf Ihnen jetzt 2 ganz entzückende Damen vorstellen. Die Püppchen von der Auguststraße, so wurdet ihr beide genannt, Regina und Ruth. Ihr seid 1930 in der Charité geboren und ihr hattet, sagt es Regina, beschrieben eine ganz behütete Kindheit in Berlin-Mitte, in der Auguststraße. Und ihr wart fröhliche Kinder. Reginchen hat erzählt, wir waren sehr beliebt und wir hatten ein frohes Gemüt. Es ging uns eigentlich sehr gut.
Aber dann kam eine ganz schwere Zeit. Die Mutter war krank, Tuberkulose. Der Vater war ein sogenannter, als er hieß, eben so ein Ostjude aus Krakau. Er musste fliehen, die Mutter starb. Die beiden sind ins Kinderheim gekommen. Dann kam Onkel Robert zum Glück, der sie aus der Hamburger Straße rausgeholt hat. Sie hatten beide schon ein Pappschild, Theresienstadt, um den Hals zu hängen und wären beinahe deportiert worden. Das war die letzte Minute. Dann waren sie 2 Jahre versteckt, getrennt oft voneinander. Und dann kam der 8. Mai, den hat Ruth. Sie sehen Ruth auf der linken Seite. Ruth, wink mal. Sie ist mit dem großen Kragen. Ja, das ist Ruth. Ja, und wunderbar. Ja. Das ist Ruth. Und das andere ist Regina. Und Ruth hat in Berlin-Mitte diesen Tag erlebt. Und Regina in Heiligensee in einer Villa. Das werden wir gleich hören darüber. Und dann sind sie später 1948 nach Israel gegangen. Das Ganze ist für die beiden gut ausgegangen. Für die beiden. Aber die Erinnerung ist immer geblieben. Sie haben beide Männer geheiratet, die Schrecklichstes durchgemacht haben, Simcha und Zvi. Und sie haben Familien, die beiden Männer sind jetzt leider gestorben, aber die Familien fangen die beiden auf und erinnern immer noch. Und sie sitzen auch deshalb jetzt hier, weil sie an die vielen Freunde und Verwandten erinnern wollen, die eben nicht überlebt haben. Und deswegen sitzen sie beide jetzt hier. Und ich möchte noch etwas Wichtiges sagen. Beide haben es geschafft, nicht das hier allein aufzubauen. Also wenn ich ein WhatsApp bekomme, dann ist das meist ein WhatsApp von Gilchen, auf der sie singt, auf der sie Küsschen gibt, auf der sie alles Mögliche tut. Sie beiden sind technisch einfach absolut versiert. So, dazu als kleine Vorrede. Und jetzt möchte ich wissen, zuerst von dir, Rudele. Wie war das? Du warst in Berlin-Mitte, 8. Mai. 2 Jahre wart ihr versteckt. Wie hast du gemerkt, dass der Krieg aus ist? Soll ich genau den 8. Mai beschreiben? Ja, den 8. Mai bitte. Also das war der 7. Mai abends und alles krachte. Noch immer, Berlin wurde bombardiert, Tag und Nacht. Und außerdem kamen die Russen immer näher mit ihren Tanken und die Schrapnells flogen. Und die Leute, die in den Häusern war kein Wasser und die standen draußen an den Pumpen, um Wasser herauszuholen und mit den Eimern nach Hause zu bringen. Wenn noch das Haus stand und wenn nicht, dann wurden sie irgendwo anders eingemietet. Und das war sehr gefährlich, dort zu stehen. Und ja, also es war der 7. und ich bin schlafen gegangen. Es war so ein Krach, man konnte kaum einschlafen und von Zeit zu Zeit, wir lagen alle im Keller von dem Haus. Keiner ist mehr oben geblieben. Man konnte auch nicht irgendwo weitergehen in die S-Bahn oder in die U-Bahn unten, um sich immer tiefer zu gehen, um sicherer zu sein. Man musste schon, das war schon unmöglich, man musste schon zu Hause bleiben und in den Keller von dem Haus gehen. Und dort haben sie alle gelegen und da bin ich zwischen allen in einer Ecke gelegen und bin eingeschlafen. Am Ende. Und wie ich so früh morgens aufwache, da merke ich etwas Eigenartiges. Und ich konnte nicht genau sagen, was das ist. Dieser ganze Krach war nicht mehr da und es war mit einmal ganz still. Und ich hörte diese Ruhe, diese Stille. Ich konnte die hören. Die kam mir, ich konnte sie irgendwie fassen. Weil das so ein großer Unterschied war, so ein enormer Kontrast zwischen diesen Jahren, wo man immer eingeschlafen ist, wo es bombardiert war oder wo das krachte oder wo was zusammenfiel. Oder auf jeden Fall, es war ruhig. Und da dachte ich mir, was ist denn das? Das ist ja eigenartig, es ist ja so ruhig. Und da bin ich aufgestanden und habe mich gewundert, aber noch immer gar keinen Verdacht geübt,
das da. Und ich bin raus und habe genommen 2 Eimer Wasser. Das war meine Aufgabe, zu diesen Pumpe zu gehen, die draußen war. Das ist eine alte Pumpe, die noch in Berlin stand, als es kein Wasser gab und die Leute sich aus der Pumpe das Wasser holten. Mhm. Und im Allgemeinen, wenn man da hinkam, ist man ja auch sehr gefährdet gewesen und zwar sehr schlimm. Menschen wurden getroffen, auch bei dem Wasser anstehen. Aber was sollte man machen? Ohne Wasser kann man nicht existieren. Und hast du dann gewusst, dass der Krieg aus war? Nein. Ich war 14 Jahre, Ende 14. Ich wurde dann 15 im Oktober, das war Mai. Mhm. Und es war der 8. Mai. Und ich komme raus und alles ist so still. Und ich gehe und die Menschen gehen auch, wenn ich sehr viele, das war ja sehr früh morgens. Und ich sehe schon, von Weitem stehen die Menschen vor der Pumpe und stehen an der Reihe. Man musste warten. Mhm. Und da habe ich bemerkt, dass die so aufgeregt unter sich reden. Und dann haben sie gesagt, wie kriegt es aus? Ja. Und da habe ich mich gewundert, was reden die denn miteinander? Denn im Allgemeinen war es ganz still. Jeder wollte schnell sein Wasser und wieder weg, denn das war eine Gefahr dort. Aber der Krieg war aus, plötzlich. Und du hast es an der Pumpe gemerkt. Rudmel, eine Frage habe ich noch zwischendurch. Sehr wichtig. Ihr wart ja beide versteckt. Ihr habt gesagt, euer Vater sei unbekannt. Und deswegen hat die Gestapo irgendwann euch nicht mehr so drangsaliert. Hattest du eigentlich mehr Angst vor der Gestapo vorher oder vor den Bomben? Ja, das ist eine gute Frage. Also das war sehr interessant, dass vor den Bomben hatte ich gar keine Angst. Aber vor der Gestapo? Aber vor der Gestapo, ja. Und natürlich immer vor diesen Verrätern, die da so auffassten. Den Greifern, ne? Also ja, aufpassen. Ja. Ihr hattet das. Ein schlimmes Gefühl. Ja. Lass mich das die unsere Zuschauer noch mal kurz erklären. Also ihr beide wart bei Verwandten, Tante, Oma, und es hieß eben offiziell, das hat Robert, Onkel gesagt, der Bruder eurer Mutter, dass der Vater unbekannt sei. Und deswegen hattet ihr ein bisschen Zeit, aber ihr hattet jeden Tag Angst, dass die Gestapo euch ergreifen würde. Und das mussten die Zuhörer und Zuschauer jetzt noch wissen. Ne? Das ist vor allen Dingen. Also wir waren ja auf der Burgstraße mit meiner Tante. Mein Onkel war ja schon nicht da. Der musste ja zurück. Er war im Militär. Und ich war, da ist die Tante. Wir hatten eine Einladung auf die Burgstraße. Und das war ja etwas. Das Schlimmste, das war Gestapo und da hattet ihr schreckliche Angst. Ja. Ich will das mal kurz zusammenfassen, Rudele, weil wir wollen jetzt noch kurz mal hören, wie es im Heiligen See ausgesehen hat. Ich frage dich gleich weiter, aber jetzt mache ich kurz zum Gienchen. Wir versuchen kurz, ja. Also ich komme, ja, man kann es nicht so. Ja, ich verstehe. Also ich bin dahin. Und die sprachen und die redeten untereinander und die redeten, ja, das ist aber wichtig, die redeten, dass Hitler ist gestorben, hat sich das Leben genommen, es war der 8. Mai, und er ist tot und der Krieg ist zu Ende. Was hast du da gefühlt, Ruth? Das haben die gesagt. Wie ging es dir da? Im Moment, als du hörtest, Hitler ist tot. Wie können die, die Leute standen immer und haben nicht gesprochen. Denn wer hätte gesagt, Hitler hätte sich das Leben genommen, dann hätte man ihm das Leben genommen. Also die Leute waren sehr vorsichtig zu sagen, was sie richtig, wirklich fühlten. Aber sie waren wie erlöst mit einem Mal. Schön. Ja. Du auch. Ja, wie erlöst. Und dann nahm ich dann mein Wasser und ich spazierte und kam an die Ecke. Und da kam eine Reihe von Soldaten und zwei Russen, die waren vorne und zwei Russen, die waren hinten mit Gewehren und haben Gefangene geführt. Also das waren Deutsche wir. Gefangene. Ja, aber das waren Deutsche. Aber immer waren es Deutsche, die aufpassten auf
polnische die Russen und auch die, genau. Und plötzlich war es umgekehrt. Dort und ich sehe, das ist ja umgekehrt. Was ist denn das? Deutsche Gefangene und die Russen. Und da mit einmal habe ich gezittert und jetzt habe ich geglaubt, habe ich mehr den Menschen geglaubt, dass der Krieg, es kann wirklich wahr sein. Es kann wirklich wahr sein. Und alles fiel von mir ab und ich habe angefangen zu weinen und das Wasser hingestellt und die marschierten an mir vorbei und am Ende der Russe hat auf mich geschaut und ich habe gesagt, Jüdin, Jüdin. Und ich wusste nicht, er hat mich angelächelt und sie sind vorbeigegangen. Und ich habe geglaubt, dass es wir alle waren doch wie erleichtert und auch die deutschen Soldaten, der Krieg ist ja zu Ende, dann werden sie nach Hause gehen. Also ja. Man wird sie doch am Ende freilassen. Sie sind am Leben geblieben. Der Punkt war, wer bleibt am Leben ja. bis zum Ende? Und ihr habt es beide geschafft? Ja. Ursula, vielen Dank dafür. Das war Berlin-Mitte. Ja. Das hast du sehr schön erzählt. Wir konnten uns das genau vorstellen, die Stille und dann die Tränen, als du die russischen Soldaten gesehen hast. Ja, ich ja. jetzt zu dir, Regina Steinitz. Regina, du warst in Heiligensee, du warst erst bei einer Tante, da ging es dir gar nicht gut. In Heiligensee, einen Monat, glaube ich, vor der Befreiung, also bevor die Russen Berlin eingenommen hatten, schickte mich meine Tante zu irgendeiner Familie, die einen alten Vater haben und den sollte ich pflegen. Diese Leute kannte ich gar nicht. Natürlich kannten die auch nicht meine Geschichte. Also die wussten nicht, dass ich eigentlich eine Jüdin war, sondern sie dachten, dankbar, dass du da warst. Ja. Also das war eine. Und ich kam dort an, die waren sehr freundlich zu mir und ich war ganz entzückt. Heiligensee anstelle Mitte Berlin, das die ganze Zeit bombardiert wurde und die Sirenen Tag und Nacht auf und ab gingen und so weiter. Berlin war ja völlig zerstört worden. Und ich kam da an in Heiligensee und alles grün und schön und die Hafen und diese Villa, die die Leute besaßen, stand direkt am Ufer der Havel und das war ein herrlicher Ausblick aus dem Fenster und ich war plötzlich in eine ganz andere Welt. Also das war irgendwie schon für mich eine Befreiung, trotzdem ich damals war, wusste man, dass die Russen schon Deutschland sind dabei, Deutschland einzunehmen und dass sie sind auf dem Weg nach Berlin. Aber sie waren noch lange nicht da. Sie kamen ja über die Havel, Regina. Bitte? Sie kamen über die Havel, über das Wasser. Ja, die mussten über die Havel. Und, aber die waren auch von der anderen Seite noch nicht an der Havel. Also auf jeden Fall, ich pflegte diesen alten Mann und man war sehr zufrieden mit mir und man war sehr nett und ich fühlte mich in dieser Natur da sehr, also gut und glücklich und ich fühlte mich auch irgendwie befreit. Die Gestapo, verstehst du, in Berlin, da warst du Polizei und Gestapo, das war immer rings um dich herum, du hast niemals gewusst, wann es dich trifft. Aber hier hatte ich plötzlich so ein kleines Freiheitsgefühl. Ich war aber noch weit weg von dem und man hörte dann jeden Tag langsam die Kanonen von den Russen näher kommen. Mhm. Also man hörte den Krach, der wurde immer stärker und immer stärker. Und wie gesagt, die Leute hatten wahnsinnige Angst, dass die Russen kamen, weil sie ja auch wussten ziemlich gut, was man in Russland eben den Menschen dort angetan hat. Und aber es hat sich schon rumgesprochen, dass die Russen, wenn sie kommen und einnehmen den Platz, vergewaltigen sie die Frauen und sie räubern irgendetwas. Also sie nehmen etwas mit sich mit. Anderes hat man da nicht erzählt. Auf jeden Fall, sie hatten Angst davor. Und wie die Russen näher kamen, also die Kanonengeräusche immer näher, man hörte das ja,
ziemlich nah bei uns, nur noch die Havel war zwischen uns. Man saß dann Tag und Nacht dort in den Keller, tief in so einem Keller, Hauskeller. Und dann... Wie war dann der 8. Mai? Ja, der 8. Mai werde ich dir genau sagen, mein liebes Kind. Der 8. Mai habe ich nicht gespürt, weil ich bin früher als der 8. Mai befreit worden. Heiligensee ist schon befreit gewesen, als Berlin noch nicht daran denken konnte. Das heißt, bei dir im Haus, Gienchen, waren russische Soldaten. Die hatten das Haus akquiriert, die Villa, und sie sind bei dir, bei euch eingezogen und du hast sie gepflegt. Erzähl das mal. Nein, also es wurde so eine Totenstille plötzlich, frühmorgens. Wir waren noch im Keller, eine vollkommene Ruhe. Das war unsere Befreiung, nebenbei gesagt. Und die war früher als in Berlin. So wie meine Schwester sagt, du konntest die Ruhe mit Messer schneiden. Du konntest die Ruhe mit Messer schneiden. Weißt du, es war eine Ruhe, die man jahrelang nicht gehört hat. Und die wollten wissen, die Leute, die da unten wohnten, ob die Russen schon über die Havel waren. Denn sonst, warum ist es so still geworden? Und alle hatten sehr Angst und keiner wollte raus aus den Nachschauen. Na, also ich hatte keine Angst vor den Russen. Für mich waren die Russen meine Befreier. Also ich habe gesagt, habe ich mich gemeldet, ich war ja so alt wie die Ruth. 14,5 Jahre waren wir alt. Also es war noch früher, also noch früher als bei der Ruth, der 8. Mai. Und also... Ich gehe langsam raus und da habe ich mich gemeldet, ich gehe mal rausschauen. Und ich komme die Treppen nach oben und ich sehe, da ist mir das Herz stehen geblieben, ein russischer Soldat mit einem Gewehr in der Hand, der drehte sich um, ich habe direkt gesehen, der war voll Ängste, dass man auf ihn schießt. Denn ja. er hat eben Soldaten gesucht und so weiter und auf die schießen wollen. Also er stand mit dem Rücken zu mir und ich rannte schnell nach unten und ich sagte voller Freude, die Russen sind da. Also kannst du dir vorstellen, also ja. Für mich war das eine Erlösung, das war ein Moment in meinem Leben. Ich habe noch nicht ganz begriffen, dass ich jetzt wirklich befreit bin. Aber ich habe gewusst, dass der Krieg ein Ende nehmen muss jetzt, wenn die Russen schon bei Berlin eingetroffen sind. Also gut, und dann sind wir wieder alle nach oben ins Haus. Dann kam. Sind auf die Straße raus. Und auf der Straße lagen verwundete Menschen, unter denen sehr verwundete Russen, aber auch ein französischer Gefangener, der war auch sehr verletzt. Und auch Deutsche, die lagen. Und die hast du dann in der Villa gepflegt? Ja, also ich habe dann angefangen, erst haben wir die Schwerverletzten, da war einer mit ein russischer Junge, 18 Jahre alt, also ich kann den gar nicht vergessen, der hat eine Kopfwunde und den habe ich in meinem Arm gehalten und irgendwie wieder Leben zu bringen, ihn lebendig machen wollte. Er war natürlich ohnmächtig und er ist ohne Bewusstsein und er ist in meinen Händen gestorben. Das war für mich ein sehr, sehr trauriger Moment. Ich konnte das kaum fassen, so ein junger Junge von 18 Jahren. Und was mir da einfiel, war nur seine Mutter, die jetzt die Nachricht bekommen wird, dass ihr Sohn gefallen ist. Ja, so wie das ja angenommen war, auch in Deutschland. Ja. Jedenfalls, habe ich die Russen. Du hast eigentlich nur gute Erlebnisse gehabt, Regina. Das hast du mal geschrieben und auch erzählt, dass du mit den russischen Soldaten nur sehr gute Erlebnisse hattest und dass das gute Menschen gewesen sind.
Ja, ein anderer russischer Verletzte, der war nicht so stark verletzt, der hatte ein ganz schwarzes Taschentuch, das hat er geöffnet und das hat er mir ein Bild gezeigt von seinen Eltern. Und da habe ich ihm gesagt, also ich, wie mit Hände und Füßen, denn ich kannte genauso, ich werde ihnen das waschen. Das hast du gemacht. Taschentuch, und das habe ich auch getan. Also es ist ein bisschen vorwärts gegangen. Ich komme zurück mit dem nassen Taschentuch, gewaschenen Taschentuch. Plötzlich sehe ich, man nimmt ihn mit auf einem Krankenwagen heraus. Es hat sich herausgestellt, dass das russische Rote Kreuz hat alle verletzten russischen Soldaten abgeholt in ihre Lazarett. Ich bin dem jungen Mann hinterhergelaufen, ihm das Taschentuch mit dem Bild und hier in die Brust reingesteckt und der hat mich angelächelt und so weiter. Ich hatte, da war auch ein französischer Verwundeter, den wir gepflegt haben, der in einem sehr schweren Zustand war. Was bewundernswert war, dass ich sehr anerkannt hatte, plötzlich waren plötzlich Schwestern dort, plötzlich war ein Arzt da und man hat operiert, alles in dieser Villa. Dieser Villa. Ja, weil da wurden, die wurden gerufen scheinbar, die Leute kannten sich doch in Heiligensee. Also wurden die gerufen, um die Kranken zu pflegen. Jetzt, meine lieben Damen, weil wir ja noch ein bisschen andere Sachen besprechen wollen, kurz, wie habt ihr beide euch wiedergefunden? Wart ihr froh, wart ihr glücklich? Ja, also ich habe noch dafür gesorgt, weil ich keine Angst hatte vor den Russen und habe Essen besorgt für die im Lazarett, die damals noch da waren. Und das ist eine Geschichte, die kann man in meinem Buch lesen. Aber ja, weißt du was, Regina? Ich werde das Buch jetzt mal hier hochhalten. Da ist es nämlich. Jetzt sehen wir es alle. Und all die Geschichten, die du jetzt nicht erzählen kannst, kann jeder in diesem tollen Buch nachlesen. Wollen wir es so machen? Ich glaube, ja, gut. Das ist gut. Ne? Also das Buch sieht jetzt hier jeder. Ganz tolles Buch. Köpfchen von der Auguststraße. Verstörte Kindheit. Und Jugend. Ja. Also ihr habt euch beide wiedergesehen. Jetzt möchte ich euch beide etwas fragen. Ihr seid immer wieder in die Oranienburger Straße gegangen, um zu gucken, wer hat überlebt. Denn ihr habt ja nicht sofort bei Kriegsende gewusst, was für eine entsetzliche Katastrophe über die jüdischen Menschen in Europa hereingebrochen war. Ihr wusstet ja noch nicht, dass es 6 Millionen Tote in der Shoah gab. Aber ihr seid immer hingegangen und habt geguckt, wer hat überlebt. Und da habt ihr dann wahrscheinlich auch mitbekommen, dass, hier sieht man euch beide, die Büchchen von der Auguststraße. Ich glaube, das ist eure Einschulung, kann das sein, das Bild? Ja. Ja, ne? Genau, also das ist eure Einschulung. 36. Die Tüten müssen dort sein. Die Tüten, genau, da sieht man auch die Tüten. Ihr wart immer gleich gekleidet, also auch unglaublich. Ja. Genau, habt niedliche kleine Mützchen auf. Aber ihr wart ja dann im Kinderheim gewesen später und die im Transport des Kinderheimes dann nach Theresienstadt und später nach Auschwitz mussten, da hat niemand überlebt. Das habt ihr so ganz langsam wahrscheinlich mitbekommen, oder? Regina? Ja, wir gingen wieder auf die jüdische Gemeinde, weil wir wussten, die sich, hat sich eröffnet. Da gab es ein großes Buch und da haben sich die Überlebenden eingeschrieben. Und wir haben natürlich meinen Bruder gesucht, der Auschwitz überlebt hatte. Genau. Und unsere Freundinnen und unsere Lehrer aus der Schule, die sind ja alle, aber es ist keiner zurückgekommen. Mein Bruder, Gott sei Dank, hat es überlebt. Aber die anderen sind alle umgekommen oder in Auschwitz durch Gas oder in Riga wurden sie erschossen in einem Wald, die Kinder. Es war eine sehr bittere Zeit. Ehrlich gesagt, wir hatten schon keine Tränen mehr, um zu weinen und wir waren so entsetzt, weil niemand glaubte, so etwas könnte eigentlich passieren in einem kultivierten Land wie Deutschland. Weißt du,
konnten wir nicht glauben, das konnten auch die anderen alle nicht glauben. Und die jüdische Gemeinde hat sich entwickelt und da stand, wir suchten unseren Bruder und da stand plötzlich eine Gruppe von Deutschen, eine Gruppe, drei Jungs und die sprachen Deutsch untereinander, als ich dort war. Und da ging ich auf sie zu und dann sah ich auf, das war so, ich sah auf ihren Händen die Nummern und ich fragte sie, ich wusste schon, dass mein Bruder überlebt hat bis zum Todesmarsch, aber im Todesmarsch sind auch viele umgekommen. Und habe sie gefragt, woher sie kommen, aus Auschwitz. Ich wusste schon, dass mein Bruder in Buna war und so weiter. Und sagte seinen Namen, Außenlager von Auschwitz. Benno Reifen. Und sie sagen, oh, bist du Gienchen oder Rutschen? Oh, habe ich gesagt. Die kennen meinen Bruder. Wer weiß von uns, wer Rutschen ist und Gienchen. Also überhaupt. Und ja, und da hat sich festgestellt, dass mein Bruder lebt. Und dass er schon auf dem Weg nach Israel ist. Und ich habe damals ihm geholfen, ein jüdisches Kinderheim aufzubauen. Und man hat auch ein jüdisches Altersheim wieder aufgebaut. In Berlin. Man hat zwei Häuser zurückbekommen, die eigentlich der jüdischen Gemeinde früher gehört haben, aber die man ihnen natürlich weggenommen hat. Und die Leute aus Theresienstadt, die zurückkamen, die alten Leute, die haben ihre Kinder verloren und ihre Enkelkinder verloren. Die hatten auch kein Zuhause mehr. Also die hat man in diesem jüdischen neuen Kinderheim in Niederschönhausen, Moltkestraße, Altersheim, untergebracht. Und dann war ein Kinderheim dort. Und da hat man alle Kinder aufgenommen, die man eigentlich, die von Auschwitz oder woanders auch junge Menschen von einem Jahr bis 17, 18. Und so haben wir drei Jahre dort gearbeitet und auch noch in Privatschule gelernt. Und dann sind wir 48 nach Israel weg. Und dann möchte ich kurz erläutern, ihr seid nach Israel gegangen, ihr seid in den Kibbutz gegangen, wo euer Bruder war. Ihr wart unglaublich glücklich dort. Ihr habt den Kibbutz Buchenwald, heute in Zasserini, aufgebaut. Und ihr wart sehr glücklich, habt beide eure wunderbaren Männer kennengelernt, I und Imcha. Und ihr habt Kinder bekommen, aber in Israel galt, wie auch sonst, eigentlich, man spricht nicht über diese Zeit. Und irgendwann, Dienchen, bist du mal zusammengebrochen. Denn du hast dich so zusammengerissen, du warst so fröhlich, du hast alles getan für andere und irgendwann kamen die Erinnerungen hoch. Magst du mal kurz erzählen, wie das passiert ist? Ja, also das, am Anfang ist es mir sehr früh passiert und ich sage heute Gott sei Dank, weil die anderen Überlebenden das später passierte und sie gar keine Hilfe so bekamen. Aber mir ist es im Kibbutz nach meiner Ehe passiert und die Psychiaterin, der Psychotherapie angefangen habe. Die haben gesagt, weil es plötzlich nach meiner Ehe so viel Liebe, Aufmerksamkeit und mein... Also man muss dazu sagen, nicht nach deiner Ehe, Rutschen, sondern nachdem du geheiratet hast. Ja, als nach meiner Hochzeit. Genau, nach deiner Hochzeit. 3 Monate nachdem. Ja. Und jetzt, sie war sehr beschäftigt im Kibbutz, sie hat gearbeitet und am Abend war er beschäftigt mit der Kultur, gab es dort Komitees, weißt du, und dann war er auch beschäftigt. Also ich war viel auf meinem Zimmer allein und dann hat sich alles gesetzt. Die vollkommene Ruhe und Gelassenheit hat mich dann zusammenbrechen lassen. So hat man mir das nachher erklärt. Also ich leidete durch eine Angstneurose. Eine Schwägerin brachte mich zu meinem Glück damals in unserer Krankenkasse zu einem Psychiater und der Professor. Und der hat mich geschickt zu einem gewissen Professor Winnig, der hat geholfen. Im psychiatrischen Krankenhaus und der hat gesagt, der sprach Deutsch, der ist von Deutschland
Auch wichtig, ne? Die Sprache ist wichtig. Denn ja, ich konnte noch kein Ivrit. Ich war ja eigentlich eine Neukommerin. Also man muss dazu vielleicht sagen, dass ihr beide konntet ja Deutsch. Ihr habt wunderbar Deutsch gesprochen. Ihr habt deutsche Gedichte beide auswendig gekonnt. Und es war ja eine Fremdsprache für euch, Ivrit. Ich habe nicht gut verstanden. Es war eine Fremdsprache für euch. Ivrit war eine Fremdsprache für euch. Ja. Ivrit. Ja. Ivrit war eine Fremdsprache. Ja. Deutsch war unsere Muttersprache, so wie sie deine Muttersprache ist und jeder, der hier gesessen ist. Wir sind in Deutschland geboren. Und ja, ist so wie meine Freundin sagte, ein Buch schrieb und sie schrieb, aus Deutschen wurden plötzlich Juden, verstehst du? Ja. Aus Deutschen wurden Juden. Ja, also ich meine, was, ob einer ein Christ, ein Jude oder ein Islam war, damals war noch kein Islam. Aber so wie in Amerika ist er Amerikaner. Und wir waren Deutsche und die waren Franzosen. Also ich meine, wir waren in einer deutsche-jüdischen Mädchenvolksschule, wir waren im Kindergarten, in einem jüdischen deutschen Kindergarten und zu Hause, unsere Muttersprache war Deutsch. Also wir sind zwar Juden, aber wir waren dort geboren und wenn wir in Hotzenplotz geboren wären, hätten wir Hotzenplotz nicht geredet. Also ich meine, also das war alles eine absurde, antisemitische, nationalsozialistische Regierung, die das alles von oben eingerichtet hat. Genau. Und jetzt wart ihr zum Glück in Israel, Rudele. Ihr wart in Israel, wart sicher, ihr hattet eure Kinder. Aber, da möchte ich jetzt doch nochmal drauf kommen, das ist ein schönes Bild, das ist Regine, denn Regine war ja Krankenschwester. Und ist das mit Shlomit, Regine, mit deiner Tochter? Das ist meine Shlomit. Ja, habe hier in Israel Diplomate Krankenschwester gelernt und nachher auch akademisiert worden. Das heißt, heute sind Krankenschwestern auch akademisch. Genau, akademisch. Und Ruth, du warst ja Lehrerin gewesen, ne? Du warst Lehrerin. Ja, ich war Lehrerin. Ja. Ich habe Englisch gelehrt. Ja, viel Bildung. Wir hatten furchtbar viel Bildung von unserer Schule in der Auguststraße. Wir sind eigentlich nur 4 Jahre in die Schule gegangen, von 6 bis 10, 11. Und um 11, als wir 11 waren, da wurde die Schule schon geschlossen und alle jüdischen Kinder konnten nicht mehr lernen. Also hatten wir eine kurze Bildung, aber eine sehr gute. Die Lehrer und die Lehrerinnen waren absolut sehr gute Pädagogen. Ja, und die waren fantastische Menschen. Mhm. Und die hatten die Universität in Berlin absolviert. Absolviert. Und in unserer Schule, da ja die Leute am Anfang alle auswandern wollten. Klar. Und jeder wollte woanders hin. Da haben sie in der Schule beschlossen, dass sie 3 Sprachen lehren werden. Ja. Oder auch Englisch. Und auch hast du gut Englisch gelernt. Spanisch, Portugiesisch und auch Französisch. Also diese beiden Damen sprechen hervorragend. Ihr zwei, ihr sprecht hervorragend Englisch und wie man hört, ein glänzendes Deutsch. Und als ich euch beide kennengelernt habe, da konnte ich ja das... Die Glocke auswendig von Schiller und den Taucher konnte die auswendig. Ja, wir lieben sehr. Wir sind die Deutschen, die Bürgschaft. Die Bürgschaft von Schiller. Ja, ihr könnt alle deutschen Volkslieder auswendig. Ich habe besonders gesagt, in der jüdischen Schule, als wir auch den Stern trugen und als wir so verfolgt wurden, außerhalb der Schule, auf unserem Weg zur Schule und zurück, in der Schule hat man uns Deutsch gelehrt.
man hat uns von den Dichtern, von den Musikern, alles, was wir hatten und haben bis heute, ist von dieser Schule. Wir hatten einen Musiklehrer, der hieß Stifte, weil er klein war, aber der war ein Genie und ja, der ist auch in Auschwitz umgekommen. Alle diese Lehrer sind in Auschwitz umgekommen. Und das, was uns besonders getroffen hat und bis heute trifft, das waren außergewöhnliche deutsche Menschen, die haben uns geholfen. Ihr Lieben, wir würden jetzt ganz gerne nochmal für alle, die uns zugucken, ein Foto einblenden. Das hilft uns der Lukas jetzt. Und jetzt kommt gleich das Foto. Das möchte ich noch. Lass uns mal schauen. Guckt mal. Ah, da ist ja mein Papa. Ja, genau. Also das wollen wir jetzt noch mal erklären für die Zuschauer bei uns. Ihr seht die Mama. Ihr seht auf dem Bild den Papa. Der Papa hat in den USA überlebt und hat euch später in Israel besucht. Das war eine Freude. Da hat Regina, glaube ich, 3 Tage nur sich an ihn geklammert und geweint vor lauter Wut. Das war furchtbar. Und und diese beiden Zwillinge, wir sehen sie hier, Ruth und Regina. Ihr habt beide Männer gehabt, die Schlimmstes erlebt haben, wo niemand aus der Familie übrig geblieben ist. Niemand. Und beide Männer haben erst spät darüber gesprochen. Regina, dein Mann Zwi, hat sogar erst, ich glaube, über 70 war er, als er das auch zusammengebrochen, in der Rente quasi erst, also erst spät. Und dann hat er auch bei Amcha Hilfe gefunden, hatte eine wunderbare Psychotherapeutin, die ihm geholfen hat, seine Erinnerungen so zu fassen, dass er noch damit leben konnte. Ist das so richtig zusammengefasst, Regina? Nein, ich möchte nur dazu sagen, da kommt jetzt Amcha ins Bild. Mhm. Mein Zwi mit 70 Jahren ist erst pensioniert worden. Mhm. Und er saß in der Galerie von meinem Sohn. Mein Sohn hatte eine Artgalerie, er ist Kurator. Und er schrieb, fing an, aufzupassen dort, wenn Leute reinkamen oder rauskamen, und fing an, sein Buch zu schreiben, eigentlich für uns. Er hat bis dahin nichts gesprochen über das, was er überlebt hatte. Das heißt also, deine beiden Kinder, Ami und Schlomit, wussten auch nicht, wie furchtbar der Vater, der hatte ja Auschwitz überlebt, Buchenwald überlebt. Ja, haben die Nummer gewusst, die haben in der Schule gelernt. Aber er hat nichts erzählt. Nein. Wir wollten sie damit nicht belasten. Ich habe gesagt, Hitler hat uns belastet, aber meine Kinder wird er nicht belasten. Das ist bei dir auch so, Rudele? Der ist schon lange tot. Ja. Ob es bei dir auch so war, Rudele? Man kann das gar nicht so verhindern. Sie sind ganz gut belastet alle. Das kann man nicht, das konnte man nicht behindern. Aber auch der Simcha, mein Mann, hat nicht gesprochen. Nie erzählt, den Kindern erzählt. Nie. Man muss wissen, bei beiden haben 50, 60 Leute aus ihren Familien verloren. Die waren absolut allein auf der Welt und hatten euch beide zaubernde Frauen, die ihnen natürlich geholfen haben. Das ist klar. Aber irgendwann braucht man dann doch die professionelle Hilfe von Amcha. Und Zwi hat es geholfen. Das will ich gerade erzählen. Einen Moment, Maria. Da kam die Hilfe von Amcha, denn bis dahin früh, als mir das passierte, war kein Amcha da. Ja. Ich habe es ja sehr jung. Aber mein Mann, ich habe festgestellt, ich war ja diplomierte Krankenschwester und ich verstand von Psychiatrie auch etwas und Psychologie. Und ich sah plötzlich, dass der Zwie sich verändert und irgendwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Und sprach mit meinem Sohn. Und wir hörten, dass so etwas gibt wie Amcha. Und da habe ich ihm gesagt, tu mir einen Gefallen, Ami, fahr dorthin und bring jemand für Papa. Hier darf ich mal kurz Zwi reinhalten. Bitte. Ihr seht ihn jetzt. Ist er, ne? Das ist Zwi. Und Regina. Ja, schön. Das ist Zwi. Also, danke. Das ist ein wunderschönes Foto von ihm, von Zwi. Er guckt uns jetzt von Wolke 7 zu. Und da ist sein Buch. Er guckt uns jetzt von Wolke 7 zu.
Das ist doch schön. Und wie ja, hat also bei diesem Buch ist er zusammengebrochen. Und er hat diese wunderbare Psychologin Tali bekommen aus dem Amcha. Und es war jahrelang in Therapie bei ihr. Und er hat dann auch, nachdem alle seine Bücher geschrieben, und wir sind dann auch nach Deutschland gekommen und dort Vorträge gehalten. Also von 2002 bis jetzt, also bis er ist krank geworden. Ihr wart vor 3 Jahren bei uns. Genau. Und Ruth, du warst, glaube ich, sogar letztes Jahr noch in Berlin. Ne? Du warst, glaube ich, letztes Jahr noch in Berlin. Sag mal, ich war in Berlin, ja. Du warst in Berlin letztes Jahr. Sag mal, ich habe mal gesagt, Berlin ist eine ambivalente Heimat. Ja. Amcha heißt ja, du bist eine von uns, heißt ja Amcha. Jetzt möchte ich euch mal fragen, also ihr seid auf alle Fälle ein von uns. Wir sind Gott froh, dass ihr heute Abend so schön mit uns sprechen könnt. Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr Berlin noch so ein bisschen als Heimatstadt? Ja, also Berlin wird immer Heimat bleiben. Berlin ist Heimat, weil wo man aufwächst, wo die Natur, die Seen, die Wälder. Meine Eltern haben uns ja rausgenommen, als wir klein waren. Jeden Sonntag ist man rausgefahren. Es war ja nicht Wannsee, Grunewald, im Zoo, Heiligensee. Es war ja uns Kindheit. Grunewald ist Holzauktion. Ne? Das habt ihr bestimmt gesucht. Wunderschön, wunderschön. Und da fühle ich mich gut. Ich fühle mich zu Hause. Die Deutschen, ich weiß, Ruth, es gab eine schlimme Geschichte, wie du mal mit 11 Jahren in der Apotheke gegangen bist und der Apotheker hat dich am Schlawittchen gepackt und hat dich rausgeschmissen, schwer über die Straße gekugelt. Ihr habt beide die Pogromnacht miterlebt. Und dennoch habt ihr doch ab und zu noch das Gefühl, das ist Heimat. Ja, und wir sind immer noch Berlinerinnen. Wenn wir beide zusammen sprechen, dann sind wir Berlinerinnen. Ja. Und bei dir, Regina? Und wir sprechen, also haben wir uns nicht verändert. Also ich meine, der Humor, der Berliner Humor und die Liebe zur Natur, weil, ja, und die Liebe zur Kultur. Denn wir haben alle unsere Kultur dort gelernt. Dort kennengelernt, nicht in Jena. Ich habe immer alle Museen besucht und wir liebten das. Wir lebten auf, wenn wir das gemacht haben. Und wenn ich komme nach Berlin, das Erste, ich möchte sehr gerne ein Museum besuchen oder sitzen irgendwo und am See und so gemütlich was essen, Klöße, irgendwas Berlinerisches. Ja, das bleibt einen. Das bleibt. Und wie geht es euch heute in Israel? Regina, wie geht es dir? Ja, ich werde dir das sagen. Ich muss jetzt dazu sagen, meine Gefühle, wenn ich nach Berlin komme, sind ambivalentisch. In Mitte Berlin fühle ich mich überhaupt nicht gut, aber draußen, außerhalb von Berlin, Wannsee, Grunewald, und ich weiß, im Westen fühle ich mich besser. Aber wie gesagt, wenn in Tel Aviv oder Israel ist doch zu unserer besten Heimat geworden. So fühlt es auch an. Tel Aviv ist für uns genauso, also ich meine für Berlin, vom kulturellen Standpunkt aus gibt es hier... hatten wir niemals was vermisst. Und außer den Seen hatten wir hier, den Seen hatten wir hier das Meer. Und was den Menschen anbetrifft, das war natürlich, das kann man gar nicht vergleichen. Denn alle Menschen sind hier jüdisch und hier gibt es keinen Antisemitismus oder einen Antijudaismus. Hier sind wir unter uns und gehören dazu und es ist unser Land und wir haben das Gefühl, zu Hause zu sein.
Ja, das ja, war wir, meine. Wir lieben die Erinnerungen. In den Erinnerungen Berlin. Lieben aber wir Berlin auch mit unseren Eltern zusammen, mit dem, was wir dort Schönes erlebt haben, aber mit Schrecken, was wir dort Schreckliches erlebt haben. Ja. Ja? Und das ist der Unterschied. Und aber wir leben hier 70 Jahre, das heißt, wir leben hier schon in Israel länger als in Berlin. Und wir sind beides. Ja, wir sind beides. Ja, wir sind. Ihr seid die Püppchen aus der Auguststraße. Ja, sind die Püppchen. Die bezaubernden Zwillinge vom Bisingow. Können wir uns darauf einigen? Ja. Pass mal auf, ich will dir was sagen, Maria. Als wir einmal Unterricht gegeben haben in Schulen in Berlin, haben die Leute sich revanchieren wollen und uns auf eine Dampferfahrt genommen auf die Spree. Mein Mann und mich, und wir saßen dort bei Tischen und mit jungen Leuten, jungen Lehrern und so weiter. Und wir, Kaffee und Kuchen und so weiter. Und wir kommen und wir fahren vorbei und da steht ein großes Schild und ich gucke, Charité. Und da bist du geboren. Ja, und wie ich bin spontan, oder? Ja. Sage ich, oh, das ist die Charité, da bin ich geboren. Und da bist du geboren, da ist die Ruth geboren, da seid ihr zwei geboren. Ja. Und das ist heute das größte Krankenhaus in Europa, die berühmte Charité. Und ihr werdet demnächst 90 Jahre alt, nämlich im Oktober. Ja. Ich hoffe, dass es eine Riesenparty geben wird für euch. Ich hoffe, dass wir haben unsere Männer verloren dieses Jahr. Ich weiß. Und das ist ein sehr schwerer Verlust, ein unglaublich schwerer Verlust. Denn wir waren 70 Jahre mit diesen Männern zusammen und wir hatten viel Gemeinsames miteinander. Ja, und aber vor allen Dingen haben wir uns gegenseitig, beide Seiten waren ja Überlebende und beide Seiten haben sich gegenseitig unterhalten, gestärkt. Aber das Tolle ist, dass eure Männer zwei so wunderbare Frauen hatten. Und das ist das Schöne. Ich danke euch für das Gespräch ganz herzlich. Wir winken jetzt alle nochmal und ich sage, L'chaim auf die nächsten 120, okay? Ja. Tschüss, danke dir, Mann. Danke dir, mein alles Teure. Gute, alles Liebe, alles Gute. Nach Israel. Vielen Dank nach Jerusalem. Dankeschön. L'chaim. Danke. Bleib noch kurz da. Alles gut, danke, danke. Also vielen lieben Dank. Ich glaube, ich spreche für alle hier, die teilgenommen haben, die zugeschaut haben. Das war ein sehr rühriges, ein sehr anrührendes und berührendes Gespräch. Und ich will euch beiden ganz herzlich danken, dass ihr uns mitgenommen habt in eure ja sehr privaten Gedanken und auch die Momente der Erinnerung, die von viel Trauer und Leid geprägt sind. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt nochmal mitnehme von diesem Gespräch, dass eben dieser Tag der Befreiung die Ambivalenz ist, ja, die Ambivalenz der Befreiung, der Freiheit, aber eben auch die Bewusstwerdung, welches Leid und welche Traumata sozusagen dann einem zugefügt wurden, welche Verluste ihr erlitten habt im Familienkreis, im Freundeskreis und im Bekanntenkreis. Vielen Dank euch nach Tel Aviv, vielen Dank Maria Ossowski für die wunderbare Moderation. Vielen Dank für die Teilnahme, Martin Auerbach nach Jerusalem, Michaela Küchler. Zuletzt noch mein Wunsch einfach auch, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo die Isolation und Einsamkeit die Überlebenden wieder zu Hause bindet, in ihren Lebensjahren jetzt Solidarität zu zeigen. Bleiben Sie mit uns gerne in Kontakt bei AMCHA. Sie finden Kontaktdaten unten mit der Stiftung Denkmal. Auch nochmal der Hinweis, die Erinnerungen von Regina Steinitz können als Buch dort kostenfrei bestellt werden. Und bleiben Sie in Kontakt. Und ihr könnt auch das von meinem Zwi. Das auch ist die Bücher von Zwi Steinitz, richtig. Zwi Steinitz. Da werden wir auch nochmal die Titel in den Kommentar unten reinschreiben, sodass die alle da sind. Nicht zuletzt herzlichen Dank an unsere Kommunikationsagentur Laut und Deutlich für die Betreuung und Unterstützung bei dieser Veranstaltung. Ihnen allen jetzt einen schönen Abend und L'chaim, auf Wiedersehen.
Lechaim, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wollte noch sagen dem Herrn, dass ich durchs Telefon wirklich jetzt Pflege bekommen habe von Amcha. Wir haben durchs Telefon geredet, immer um dieselbe Zeit, wenn er gekommen ist, hat er mich angerufen und wir haben weitergemacht bei der Corona und das war sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Und ich danke Amcha vielmals für alles und wirklich, es ist eine gesegnete Arbeit, die ihr leistet.